Peng, Servus und Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Checkplays zu Foundation, die dritte Runde. Schön, dass ihr wieder reinschaltet und wir legen auch gleich los. Spielladen, Checko die zweite, also Basis, letzter Speicherstand vom letzten Video, der Nummer 2. Meine Kamera funktioniert weiter nicht richtig, sie leckt ein bisschen und zum anderen sehe ich extrem blass aus. Ja, Freunde, ich weiß es nicht. Sei es drum, ich bleib trotzdem hier drin. Und ja, wir spielen eine Runde. Ich habe ein bisschen Zeit und diese nutze ich natürlich mit Spaß, Freude und Effizienz für Foundation in dem Fall. Wir legen auch gleich los. Wir sind stehen geblieben. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir stehen geblieben sind. Ich weiß, dass meine Frau gecheckt hat, den Spaß, den ich gemacht habe. Und es ist natürlich, Checko, du ziehst aus dem Haus aus. Nee, Spaß. War jetzt nicht unbedingt so. Aber wir haben tatsächlich festgestellt, meine Frau und ich, dass ich ja schon der Herr Checko bin hier in dem Ort. Bestätigen und speichern. Nein, Moment, so. Herr Checko. Und deswegen kann ich ja nicht gleichzeitig der Dorfbewohner sein, denke ich mir. Oder haben wir uns gedacht, von daher ziehe ich doch aus. Und das wird der Tai Rexi. Ich hoffe, dass er so heißt und dass er sich anschaut. In dem Sinne, Grüße gehen raus, mein Lieber. Und den Vinci haben wir auch noch doppelt drin. Und dann nennen wir einfach einen davon jetzt Trecker. Auch wo ich nicht weiß, ob der Gute das hier schaut. Wenn er es denn schaut, auch Grüße gehen dahin raus. Gut, das haben wir. Wie gesagt, wo wir eigentlich stehen geblieben sind, ich weiß nicht so richtig. Wir erhöhen mal die Spielzeit. Erhöhen mal die Spielzeit? Verschnellern mal die Spielzeit. Wir haben Beeren, das funktioniert. Wir haben mittlerweile Fisch gekauft, das funktioniert. Ach genau. Und um Fisch zu verkaufen, an den Mann hinzubringen, brauchen wir einen zweiten Marktstand. Das ist schon mal Fakt. Und der, nee, so ist auch falsch. Hier erweitern. Nächster Marktstand. Und so funktioniert die ganze Geschichte. So. Bauen. Dann brauchen wir noch einen zweiten Brunnen, wenn mir das nicht sogar der liebe Tai Rexi gesagt hat. Und zwar beim Brunnen ist es so, Wasser ist ein Grundelixier. Hier ist unser erster und einziger Brunnen. Der erreicht aber nicht alle Häuser. Und von daher bauen wir hier noch mal so hier einen zweiten hin und gucken mal, ob das den Leuten gut tut. Und dann zwei Arbeitslose. Die können wir noch einteilen, wohin auch immer. Försterei brauchen wir noch nicht, kommt erst später, sage ich mir. Sägewerk. Hier sind wir auch gut unterwegs mit 114 Brettern. Die Holzfällerlager sind auch voll. Das ist ja auch nice. Steinbruch, da können wir Ende zumachen. Bei der Bauhütte ist voll und bei den Sammlern können wir auch Ende zumachen, weil wir die Bären tatsächlich, ich glaube, gut verkaufen. Genau. Bis wohin spielen wir das Spiel überhaupt? So richtig sicher, schlüssig bin ich mir da noch gar nicht. Gefühlt denke ich mir, wir spielen irgendwie mal mindestens bis zum Militär. Das wäre so mal das Ziel. Denn hier hinten irgendwo Stände, Armee. Hier ist ja irgendwas von Armee, Militär drin, wo aber noch nichts ausführbar ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das im Early Access überhaupt schon generell verfügbar anwählbar ist. Oder nur vorgehalten. Aber das spoilere ich jetzt selber mal einfach nicht und laufen mal weiter drauf los in diesem Game. Oh, ein Bote bittet um eure Audienz. Ja, servus. Auswärts essen, mein Lord, mit wem wollen wir helfen? Ich werde dem König helfen, ich werde dem Klerus helfen, ich werde meinem Volk helfen, ich behalte alles für mich selbst. What? Worum geht's denn? Liefere 30 Bären zur Arbeiterschaft, ist ja wohl gar kein Thema. Ja, dann werde ich meinem Volk helfen, gell? So, mein Lieber, Dampf ab. Ob das richtig ist oder ob man lieber dem König oder dem Klerus helfen soll, ich weiß es nicht. Wer kommt denn da? Mal langsam, dass ich den anklicken kann. Den kann man noch gar nicht anklicken. Okay. Ah, Neuankömmling. Okay, auch nice. Und die wird dann eigentlich gleich unsere liebe neue Arbeitslos. Ist es die hier gewesen? Genau. Marktschnute werden. Markthändler. So. Und dann in voller Geschwindigkeit weiter. Also, bis wohin wir spielen, lasst uns mal überraschen. Auch natürlich, bin ich ehrlich, wie das Thema bei euch ankommt, wenn ihr gar keinen Bock mehr auf Foundation, beziehungsweise meine Videos zu Foundation habt, dann spare ich mir das jedenfalls im direkten YouTube-Modus. Und guck mal, hier kommt der Händler. Der bringt uns Money. Das verstehe ich auch immer noch nicht so richtig, wie das mit dem Money hinhaut. Wenn wir hier mal gucken. Letzter Monat so viel weggeballert, diesen Monat wohl im Plus. Ich weiß aber gar nicht so richtig, wo das Plus in Hülle und Fülle herkommt. Handel maßgeblich. Ach, und über Marktplatz. Wir verkaufen ja die Bären ans Volk. So war es ja. Stimmt. So, und jetzt haben wir hier die zweite Schnute. Und dann können wir hier auch die zweite Ressource wählen. Und Fisch kaufe ich hier an von meinem Handelspartner. Von daher spendieren wir unserem Volk doch einfach die Möglichkeit, auch das Produkt Fisch zu kaufen. So, was muss jetzt passieren?
Hier sollte erstmal alles im Lot sein. Ein Förster brauchen wir noch nicht. Nee, nicht nötig aktuell. Das passt, das ist ein bisschen die Krux, wenn wir später die nächste Handelsroute klar machen wollen, brauchen wir für die hier gewöhnliche Kleidung, um maßgeblich Brot zu verkaufen, oder Werkzeuge, aber ich glaube am nächsten werden wir Brot haben. Und hier brauchen wir Brot, um maßgeblich gewöhnliche Kleidung zu verkaufen. Also die sind absolut konträr, aber doch gleichzeitig dahingehend, ja, irgendwie identisch. Du brauchst das eine, um das andere zu verkaufen, oder brauchst das andere, um das eine zu verkaufen. Weiß nicht so richtig, aber so scheint es wohl zu sein. Jetzt gucken wir mal. Und befördere die ersten Neuankömmlinge. Ich habe verstanden, den Tipp habe ich auch bekommen. Ich muss jetzt zeitnah mal befördern, das mache ich beim nächsten Mal, um neue Gebäudetypen frei zu bekommen. Und ich bekomme eine ganze Menge wohl, soweit ich das verstanden habe, hinsichtlich Schafe, Wolle, Weberei, hinsichtlich Weizen, Mehl und sonst was, Brot und auch hinsichtlich Schmiede, Eisen, Werkzeug oder so. Von daher glaube ich, arbeiten wir darauf mal hin. Sonst können wir just in dem Moment gar nichts zwingend tun. Der Rest, der sollte eigentlich passen, so wie wir es gemacht haben. Sonst würde er mir auch was anzeigen. Zufriedenheit 100%, 21 Dorfbewohner, 2 sind gerade dazugekommen. Nice. Wo setzt man die noch ein? Ein Träger macht sich wohl gut und der... Ach, wieso haben wir 2 Träger? Ach, Speicher und Lager. Dann machen wir so. Genau, und während wir warten, dass hier der Monat rumgeht, um zu befördern, gucken wir uns mal das nochmal an. Abbau. Genau richtig. Wir bauen hier alles ab, sodass hier alles Wald weg ist. Und dann fangen wir an, hier abzubauen. Und aufforsten tun wir halt hier. Wir brauchen nur noch einen Förster, den wir just in dem Moment noch nicht einstellen brauchen. Wir dürfen es aber noch nicht vergessen. So, und Wohngebiet haben wir ausgewiesen. Das kann man vielleicht ein bisschen größer machen, denn schon. Oder? Das sollte ja passen. So. Gut. Woche 4, Tag 5. Lass mal krachen. Effekte. Keine aktiven Effekte. Wir haben nie gesehen den Button. Ist der schon immer da? Effekte. Okay. So. Die verkauft hier fleißig. Hier ist doch der Yannick, unser Markthändler, oder? Unser Marktstand, Dude. Die kaufen hier Bären, obwohl gar kein Verkäufer da ist. Okay. Läuft auch. So, gab es jetzt noch was Neues? 6 von 6 Bewohner. Okay. Ah, hier sehe ich, wer drin ist. Der Checko ist raus. Den hier wird so nicht mehr in dem Dorf. Und, so, Monat ist um. Pause eingestellt. Dann gucken wir uns das mal an. Beförderung verfügbar. Und wir befördern mal unseren Trecker, unseren Bornkessel, unseren Vinci. Ja. Oh. Beförderung zu Gemeiner. Die bürgerlichen Bereiche erleben mit einem Überfluss an Nahrung und Gütern. Mhm. Hä? Dann nehmen wir mal den Dimianik, oder? Und Tyrexi auch. Marco, Erik. Ihr kommt auch noch dran. Genug Beförderung für heute. Wegtreten. So schaut es mal aus. So. Was ist hier los? Hat es jetzt geklappt? Sammeln von 30 Bären in Lagereinrichtung. Hier ist nur 4 drin. Sollte ich vielleicht den Verkauf mal kurz einschränken? Wahrscheinlich macht das Sinn. Auch wenn es denn no money gibt. Sonst geht es nicht richtig weiter. Ressourcen. Bären. Stoppen wir einfach mal kurz. Bretter können wir ja weiter. Volle Möhre verkaufen. Okay. Und hier gibt es jetzt neue Gebäude anscheinend. Steinmetzhütte. Köhlerei. Eisenschmelze. Schmiede. Okay. Oh, noch mehr. Weizenfarm. Die Windmühle. Bäckerei, Milchhof, Käserei, krass, Schäferei, jetzt haben wir alles, Weberei, Schneiderei, okay, Dorfkirche, Pflanzenbogen, Zierelemente, Wegweiser, Zierelemente, okay, Bezierbaum,
Scharfstatus-Element, okay. Dann scheint ja gar nicht mehr so viel zu kommen. Auf jeden Fall nice. Wir gehen mal weiter in Vollgas. Und ich glaube, wir haben eigentlich auch relativ gut Ressourcen. Ich glaube, wir stellen zuerst mal einen Steinmetz hin. Der ist ja so alleinig für sich. Das hier ist ja Köhlerei, wo es um Eisen gehen wird. Aber der Steinmetz, der ist, glaube ich, autark. So, bauen. Und dann fangen wir mit Schafe an. Das hatten wir uns vorhin angeguckt, wenn wir noch weitere Handelspartner freischalten wollen. Ob jetzt Brot oder Textilien. Da will ich einfach mal die Textilien. Schäferei. Eine Schäferei, heißt es so? Bauen. Und dann kommt die Weberei. Puh, die ist groß. Okay. Stellen wir hier noch so mit hin. Baum. Und dann brauchen wir noch die Schneiderei, um die. Lohnt sich das eigentlich schon, diese Lieferkette komplett anzulegen, diese Produktionskette? Ich mach's einfach. Irgendwie Kohle haben wir immer in Überfluss. So. In Überfluss auch übertrieben, aber irgendwie kommt immer Geld rein, auch wenn ich noch nicht so richtig schneid, wie und warum. Schau, letzten Monat nur 17, diesen Monat minus und trotzdem Geld aufsteigend. Naja, sei es drum. Was wird denn hier gebaut? Ach, nur ein Haus. Steinmetzhütte gebaut. Cool. Wir haben mindestens einen Arbeitslosen. Den können wir gleich in den Arbeitslos als Steinmetz klar machen. Schmelzer, Schneider, Steinmetz. So. Und dann. Finde ich, sind wir gut unterwegs. Oh, von den einen Durchreißern entschied sich nur, sich in einem Dorf niederzulassen. Warum das? Wir bilden doch eigentlich alle happy. Außer Terexi. Und Yannick, die Pflaume, ist auch nicht happy. Was ist denn da los? Aber das sind ja die, die ich weiter befördert habe zur nächsthöheren Stufe, gell? Apropos, da müssen wir auch nochmal gucken. Liefere 30 Bären, was ist denn hier los? Warum geht denn das nicht? Hier sind es weiter nur 5. Maximaler Lagerbestand, natürlich. Muss ich mal hier gucken. 3 von 3 Sammler. Kaufen die mir die ganzen Bären weg? Das kann durchaus sein, oder? Vielleicht sollte ich sie so lange mal rausnehmen. Kann ich die rausnehmen? Ja. Machen wir mal so. In der Hoffnung, dass sie mich nicht verhungern, die Gurden. So. Irgendwas wollte ich noch. Passt. Die Aufforstung können wir vielleicht noch. Ja, auch wenn hier Aufmachung nicht gebaut wird, ein bisschen vergrößern. Für später. Stoff können wir noch keine haben. Können wir mit irgendwas anderem noch handeln, was Sinn macht? Ne, nur Bretter. Schneiderei ist gebaut, okay. Aber wir haben keine Arbeitslosen. Ist ja noch gar nicht nötig, hier anzufangen. Wir bräuchten ja erstmal irgendwie Wolle oder so. Stoff wird aus Wolle gemacht. Okay. Mann, und die lungern hier mal auf dem, wie heißt das Ding? Auf dem Dorf, im Dorfzentrum rum. Statt zu schwimmen, angeln, spazieren gehen. Das irritiert mich auch mal komplett. Ein Mönch nähert sich eurem Dorf. Oh, kommt er angewackelt. Brrrt. Wo ist er hin? Ich habe noch nicht mal die Bären klar gemacht. Dann kommt der Nächste. Der will auch wieder irgendwie sowas, oder? So, er wird hier lang. Und hier lang. Na gut, wir rasseln mal im Fullspeed weiter. Oh, jetzt geht meine Kohle auch zur Neige. Weberei gebaut. So, und das ist die Schäferei, ne? Ja. Können wir den Schäfer zuweisen?
Oh nein, keiner da. Ein Schaf züchten? Guck mal. Obwohl kein Schäfer da ist, ist ein Schaf am Start. Okay, das ist natürlich... Wo sind? Wo ist das Schaf da? Mordsmäßig animiert das gute Schaf. Gefühlt gar nicht. Nicht mal die Beine wackeln. Naja, sei es drum. Der gute SM1 hat auch gesagt, das sieht hier sowieso alles ein bisschen comic-mäßig aus, die Bäume oder so. Ja, es ist knuffig gemacht irgendwie, gell? Auch mit dem alten Mönch, der hier gerade eingefangen kommt. Der kommt da. Muss man mögen, aber ich finde es nicht schlecht, ja. Ein Mönch, bitte meine Audienz. Was hat er? Dies sind schwere Zeiten. Mein Herr, der König verlangt einige Materialien. Der Klerus möchte ein paar seiner Kirchen renovieren. Aber auch unsere Arbeiter sind bedürftig. Wir müssen wählen, wen wir helfen wollen. Liefere 50 Bretter zum Königreich. Das kann ja wohl gar kein Thema sein. Dann bedienen wir mal den König und kriegen ja damit andere Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. So. Warum bekomme ich nur keine Bewohner hier rein? So, Bären haben wir jetzt aber schon Überfluss. Fisch geht langsam zur Neige, macht ja auch Sinn. Den kaufen wir dazu und jetzt müssen alle Fisch essen, weil wir die Bären nicht freigegeben haben. Kein Zugriff auf Komfort. Tyrexi meckert wieder. Und was war noch? Wir haben einen neuen Dorfbewohner, oder? Den können wir jetzt mal einsetzen als Schäfer. Arbeitslos. Ja, hier. So, da muss ich raufklicken, dass es erledigt wird, oder was? So, auf jeden Fall beides erledigt, beides positiv. Dann können wir jetzt auch wieder die Bären freigeben. Haut's rein, Jungs und Mädels. Lasst's euch schmecken. Okay. Dann bauen wir einfach noch fleißig nach, oder? Ach so. Muss ein neues Schaf züchten. Okay, die werden wohl relativ schnell groß. Was? Kommt schon, nicht missbrauchen. Braucht doch keiner ein Schaf. Oder ein Button. Guck mal, wie lieb, ja. Wachst und gibt Wolle. So, haben wir hier schon einen drin? Ne, haben wir nicht. Haben wir einen Arbeitslosen? Ne, haben wir nicht. Dann sollten wir irgendwo... Oder sollten wir nicht? Wir bauen jetzt einfach mal die Weizenfarm. Ah, und die hat keine negativen Einflüsse auf Häuser. Dann können wir die auch hier ranstellen. Okay, so langsam schneide ich das Spiel so ein bisschen im Gesamtkontext für mich von der Logik her. Und habe es auch ein bisschen besser im Griff, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz ist es mir noch nicht so richtig schlüssig, wie ich hier Münzen, Goldmünzen, wenn es sein, dazu verdiene oder halt rausschmeiße. So. Bären können wir wieder verkaufen. Ja, das Budget schnalle ich einfach nicht. Und hier kann ich... Oh, hier kann ich jetzt... Zwei Bewohner, check. Die kann ich gleich erstmal einsetzen. Die kommen nämlich gleich... Auch das ist eigentlich ganz nice vom Menü jetzt, wo ich sie geschnellt habe. Eigentlich sogar... Freundlich, benutzerfreundlich. Einen Schneider einsetzen. Peng. Und einen Weber einsetzen. Peng. Fertig ist die Laube. Rohmaterialien fehlen. Ja, klar fehlen die. Das olle Schaf muss auch erst noch geschert werden. Also das Menü ist ganz... Die Benutzung ist dann doch irgendwann schlüssig. Aber bei mir dauert sowieso länger. So, hier kann ich jetzt noch was machen. Das habe ich gemacht. Fischerhütte hätte ich Bock drauf. Dann kann ich selber fischen. Und brauche nichts dazu kaufen. Geht aber nicht. 20 Leibeigene erforderlich. Und 6 von den hier. Vom Prunk, okay. Der für den Stand der Arbeiterschaft angesammelt wurde. Um neue Gebäude freizuschalten, sind bestimmte Schwellenwerte erforderlich. Ja, das merke ich. Aber wie ich diesen Prunk kriege?
Aber ich kann hier was machen. Hohe Steinmauer. Holzpalisade. Wenn ich nur eine Steinmauer machen kann, brauche ich gar nicht, oder? Okay. Bei der Kirche kann ich jetzt... Die lassen wir erstmal wieder mal läuten. Und, Steinerweiterung A. Steinerweiterung B, Dorfkirchenverfassung. Verfassung? Fassungsvermögen? Halt, stopp! Ach so. Beförderung verfügbar geht gar nicht, weil ich zu wenig Money habe hier. Shit. Also lassen wir das. Hier bauen wir jetzt mal so ein Ding an. Wie ist es? Eine Steinerweiterung. Bitte sehr. Macht er das gleich? Bauen. Aber auch wieder ohne Nachdenken, gell? Also Schwierigkeitsgrad. Auch wenn ich jetzt hier im Minus bin. Münzen, minus 11. Oh, war ja. Neue Dorfbewohner, keine. Das habe ich gebaut, ein Bauer. Oh nein, ich brauche einen Bauer. Erntefeld einrichten. Oh, zwei neue Bewohner. Einer geht hier zum Bauern. Das machen wir einfach mal hier. So, keine Ahnung, ob es jetzt gut ist für den Moment. Und dann bräuchten wir noch zeitnah die Windmühle und die Bäckerei. Und ja, dann gibt es noch viele andere Sachen, was wir machen könnten. Aber da warten wir einfach mal. So, knapp 22 Minuten, Jungs und Mädels. Ich glaube, das sollte fast erstmal gut sein. Hier ist ganz schön Wuling tatsächlich. Und die Schafe. Dick und prall. Kommt jetzt schon was? Ja, wir haben schon dick Wolle und wir haben auch schon Stoff. Nice. Das richten wir noch schnell ein. Obwohl, da müssen wir erst das andere freischalten. Gell, sowas gewesen. Handelsrouten. Der nimmt uns das nicht ab. Der nimmt aber Steine ab. Und die habe ich auch noch nicht freigeschalten. Wo sind die? Hier. Hallo, Oberstückzahl verkaufen. Wie viel haben wir? 31. Nice, da machen wir 20. Dann gibt es auch wieder dicke Kohle. Gibt es auch so. Also verlieren tust du in dem Game nicht. Ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, es ist eher ein Aufbauspiel als ein wirkliches strategisches Spiel. Wo die Challenge nicht groß gegeben ist, zu überleben hinsichtlich Ressourcen, Money und sonst wie. Sondern einfach, du baust einfach vor dich hin und hast den Spaß dabei. Ja, aber ja, da müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Und vor allem kann ich hier am Dorfzentrum. Das wäre schön, wenn du es noch ein bisschen erweitern könntest. So, jetzt wollte ich zum zweiten Mal aufhören. Das können wir ja so erweitern hier, oder? Guck mal. So. Bauen. Bauen wir noch einen. Wie kann ich mehr bauen? Ah, so. Guck mal. Vielleicht ist das ja ganz nett und angenehm. Jetzt soll es aber gewesen sein. Freunde, wenn ihr bis hierher durchgehalten habt, vielen lieben Dank erstmal. Und wenn noch nicht geschehen, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Wenn noch nicht geschehen, auch ein Abo. Und haut mal einen Kommi rein, damit ich mal so ein bisschen einschätzen kann, wie ihr das Ganze findet hier. Im Grundsatz wie auch von mir. Ob ihr mit mir noch so ein Video sehen wollt oder ob es für die Katz ist. Und sorry, Kamera nicht so richtig im Griff weiterhin. Macht aber nichts, wird noch besser irgendwann, wenn ich da mal besser klarkomme. Von daher, ich hoffe, ihr seid gesund, bleibt gesund. Macht's gut, vielleicht bis zum nächsten Video hier zu Foundation. Ansonsten auf jeden Fall auf meinem Kanal zu anderen Videos. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, Servus, Baba.